Willkommen zurück bei Pokémon Schwarz. Im letzten Part ist Henning in die Arena gekommen und hat die, glaube ich, schon fast zu Ende. Er hat leider schon das Mädchen angesprochen, obwohl ich noch mal ins Team gucken wollte. Ist aber auch egal. Sie will jetzt kämpfen. Dann sagen wir einfach mal ja. Weil ich schätze mal, wir sind gut. Hihi, richtig. Na, dann wollen wir mal loslegen, Trainer. Okay, dann bin ich mal gespannt, was du so drauf hast. Ist ja nur ein Schulkind. Was die in der Arena zu suchen haben, weiß ich auch nicht. Sie fängt an mit Yorklef. Pum. Ist kein starkes Pokémon, also werden wir damit schnell fertig werden, glaube ich. Mal einmal Bodycheck und es wird, glaube ich, weg sein. Platsch. Ja, ja. Geht klar. Gut. Dann macht die noch ein Yorklef. Wir kämpfen mal weiter. Jetzt gucke ich mal, wie viel Tackle zieht. Ja, das ist doch schon was, ne? Okay, nochmal Tackle. Und dann ist es auch weg. Klatsch. Bumm. Gut. Dann hat unser Terrybark mal ein Level erreicht. Das sieht doch sehr gut aus. Ein Yorklef ist ihr nächstes Pokémon. Wir wechseln mal das Pokémon zu unserem Verkoke. Gut, los, let's Mario. Du wirst es besiegen. Mit deinem mächtigen Armstoß. Und in. Ja. Ach nö. Ich wollte noch, ich dachte, der macht noch mal dreimal. Der macht dreimal, aber habe ich mich wohl geirrt. Jetzt machen wir mal Nitro-Ladung. Damit wir ein bisschen Abwechslung einbringen. So. Dann ist es auch mal tot. Und dann gehen wir auch direkt mal in die Arena nach dem Kampf. Ach, das ist schon zu Ende. Gut. Es dauert es nicht mehr lange, bis du vor der Arena-Leiterin stehst. Das hier ist das letzte Buch. Nimm es doch mal in die Hand. Oh ja, mach mal alles. Oh. Ein Regal voller Bücher zum Thema Pokémon. Die Lebensweise des Floink. Möchtest du das Buch kurz überfliegen? Ja, ja, klar. Das Buch behandelt die Lebensweise und Eigenarten des Floink. In seinem Inneren lodert ein Feuer, das Flammen aus seiner Nase schlangen lässt, wenn es kräftig schnaubt. Ist es mal nicht so fit, kommt jedoch nur Rauch heraus. Im Buch liegt ein Brief. Bravo, du hast es also tatsächlich bis hierher geschafft. Du hast somit nicht nur deine Stärke, sondern auch deine Klugheit bewiesen. Ich freue mich schon darauf, dir bald im Kampf zu begegnen. Beste Grüße, Arena-Leiterin Allo. Klick. Unter dem Buch war ein Schalter verborgen. Okay, dann haben wir wohl den Schrank ein wenig verschoben und können da jetzt drunter. Da ist wahrscheinlich auch die Arena-Leiterin, aber bevor wir gegen die kämpfen, gehen wir nochmal schnell ins Pokémon-Center. Ist ja direkt hier. Oh, ja, wir sind noch im Museum. Einen coolen Dragoran. Schön die Liebe zum Detail haben sie da gemacht. So, Pokémon Center. Ich gebe der allen mal meine Bälle. Genau. So. Hier hast du meine Bälle. Gut, dann gucken wir uns das mal an. Und jetzt hat sie uns auch geheilt. Okay. Lass mich ruhig. Lass mich. Gut. So, jetzt gucken wir nochmal, dass wir die Alde da in der Arena besiegen. Wird bestimmt nicht so schwer werden, weil wir ja unser Verkokel haben. Und genug Tränke haben wir ja auch. So. Hier gehen wir mal runter und da ist die Alde schon. Wir beginnen mit unserem Terrybark. Ich muss gerade keine Ahnung, weil ich hatte kurz einen Blackout wegen dem Namen. So. Hereinspaziert, liebe Herausforderer. Ich bin Allo, die Direktorin des Museums von Septerna City und zugleich Leiterin der hiesigen Arena. Ich werde mir gleich bei unserem Kampf ganz genau ansehen,
wie sich deine mit viel Herzblut herangezogenen Pokémon so schlagen werden. Ja, und ich will mal gucken, wie du dich schlägst, weil jetzt von einer Arenaleiterin erwarte ich ja viel. Hat auch ein bisschen Speck auf der Hüften, ist aber auch egal. So, sie fängt an mit Terriblark, genau wie wir. Auf dem gleichen Level ist hier auch, also an anderen Level sind wir auf keinen Fall. Oder overleveled. Gut, dann würde ich mal sagen, wir beginnen mit Silberblick. Unser Terrybug ist auch ein wenig schneller. Autsch. Gut, dann machen wir jetzt einmal... Ja. Ich riskiere es mit Bodycheck. Bams. So, und da ist es schon fast down. Nice, unser Terrybug hat die Attacke abgewehrt. Finde ich jetzt extrem gut von ihm. So, die Alte setzt einen Supertrank ein. Das macht uns aber nicht viel aus, weil wir direkt weiter Schaden machen. Nochmal ein Bodycheck. Klatsch. Und da ist es auch. Was zum Teufel? Ja, beide sind tot, glaube ich, oder? Ja, ja. Dann beginnen wir mit Let's Mario wieder. Und jetzt würde ich mal sagen, wir machen jetzt mal ein Igler. Genau deswegen, weil diese Attacke scheiße viel zieht. Und jetzt mal leider das Tafelwasser einsetzen muss für Let's Mario. Aber wir setzen hier die Sachen nur ein im Notfall, und es ist hier gerade ein Notfall, eher gesagt. Und nochmal Heimzahlung setzt der Penner ein. Tja. So viel zieht uns das nicht mehr. Jetzt setzen wir Armstoß ein und. Nein, nein, jetzt nicht Robert. Aber ich glaube, wir haben doch einen Aufwecker, ne? Wir haben doch einen Aufwecker. Schnell setzen wir uns den mal ein. Status Heilmittel. Okay, dann nehmen wir erstmal die Beere, also diese Maronbeere. Okay. Kommt er nochmal an mit Heimzahlung? Au. Au. Oh, das wird knapp. Ich würde mal vorschlagen, wir setzen nochmal sowas in der Richtung mit Trank ein, oder? Oder? Oh, viermal. So, dann machen wir jetzt einen Trank. Wir haben ja genug. So, die Alte wird jetzt auch... Nein, macht die nicht. Oh. Ja! Komm, am Schuss, klatsch. In your face, bitch. Gut. Jetzt haben wir ganz viel Erfahrung bekommen. Das passt doch alles. Okay. Gut. Wir haben sie besiegt. Dann passt doch alles. Faszinierend, unbeschreiblich, was deine Pokémon im Kampf so alles auffahren. Bist ein würdiger Trainer, deinen Grundorden hast du dir wirklich verdient. Ja, der nächste Orden, der sieht auch sehr schön aus. Gut. Der gehört uns. Flutsch. Okay. Wir haben den Grundorden bekommen. Besitzt du zwei Orden, befolgen dir sämtliche Pokémon bis Level 30. Deine Befehle. Ach ja, ich habe noch diese technische Maschine. Die ist für dich. Heimzahlung. Die Attacke hat uns fast umgebracht eben. Ich bin froh, dass ich ein Igler eingesetzt habe. Ohne diese Attacke wäre es eigentlich so gut wie weg. Schatz! Oder der Typ, Schatz. Schatz, Hilfe! Es ist etwas ganz Furchtbares passiert. Diese Kerle vom Team Plasma wollten den Draco-Schädel stehlen. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Mannix, komm am besten auch mit. Jupp. Da rennen wir mal hinterher. Speed!
So, hinterher. Ist doch nicht wahr. Genau, da hören wir auch schon die Musik von denen. Hey, ihr da, jetzt zuerst doch mal in Unsinn. Sian, Sian, die Arenaleiterin höchst selbst. Wir, Team Plasma, werden den Pokémon schon bald die Freiheit schenken. Und dazu werden wir den Dracochell aus dem Museum an uns nehmen. Und um euch zu zeigen, wie ernst es uns damit ist, schnappen wir euch und ihn direkt vor euch vor der Nase weg. Nur dann, Rauchwolke! Plasma! Joa. Jetzt ist er weg. Haben ja nichts anderes zu tun, als dann rumzustehen. Blöd wie Brot. Dumm wie Brot, fast zum Kuckuck. Was? Ja, erstmal folgen, würde ich mal sagen, ne? Nice, das ist ein Pokémon. So. Wer bist du? Takalo. Na, wie sieht's aus? In letzter Zeit irgendwelche brauchbaren Fossilien in die Finger bekommen? Was machst du denn hier? Steckst du mal wieder in einer Schaffenkrise? Darf ich vorstellen, Minix? Dieser Knabe hört auf den Namen Arti. Man sieht es ihm vielleicht nicht an, aber er ist der Arenaleiter von Stratos City. Diese Flasche. Er sieht aus wie so ein... keine Ahnung. Nanu, welche Laus hat dir denn über die Leber gelaufen? Du wirkst irgendwie so aufgewühlt. Gibt's irgendeinen Grund dafür? Und ob es das gibt? Eins unserer Ausstellungsstücke wurde gestohlen. Da ist Bell. Sag mal, Minix, was ist das denn für ein Massenauflauf? Da ist auch Cheren. Gibt's hier irgendwelche Probleme, Minix? Wen haben wir denn da? Kennst du diese zwei Racker? Sind das Freunde von dir? Bell und Cheren heißen sie also. Ach, die beiden sind also Trainer. Dann teilen wir uns am besten auf. Ich werde mich in diese Richtung umsehen. Und jetzt zu euch beiden. Euch würde ich darum bitten, hier im Museum zu bleiben, Cheren und Bell. Arti und Menex, ihr durchkämmt bitte zusammen den Ewigwald. Alles klar, Arti, ich zähle auf dich. Geh du bitte voran. Sogar weit so gut. Ich zähle auf euch, ne? Gut. Menex lautet dein Name, ne? Gut, dann machen wir uns mal auf die Socken. Da draußen warten ein paar Diebe darauf, von uns gefasst zu werden. Okay. Halt mir nix, hier, nimm das bitte mit. Dieses Itemradar habe ich von Vivian bekommen. Okay, ein Itemradar. Was können wir denn damit Schönes anfangen? Gucke ich mir gleich mal an. So, achso, ja. Das ist so ein, es gibt ja unsichtbare Items und die kann man damit aufspüren. So, ich guck mir das jetzt auch mal an. Ich glaube, der Itemradar aus dieser Generation war kacke. Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Also in Pokémon Platin war der richtig driss. Also, let's take a look. Ach, weißt du was? Wir räumen mal auf hier. Guck mal. So, alles aufgeräumt. Hier auch. Gut, hier wird auch alles... Ja, haben wir schon aufgeräumt, okay. Das Itemradar machen wir mal. Okay. Dann gucken wir uns das mal an hier. Mit Y führe ich das aus. Ah, nee, der Itemradar war sogar richtig geil hier. Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern. So, das Item scheint wohl hier bei dem... So, ein Hyperball. Oh, nice. Den können wir auch gut gebrauchen, eigentlich. Unser erster Hyperball. Du bist so ein Typ, der gerade irgendwie auf so einem Instrument spielt. Und da unten scheint wohl ein Item zu sein. Ich muss mir das mal angucken. Ja, wir kommen sogar dran. Einen Beleber. Ich werde aber jetzt nicht jede Route absuchen. Nach irgendwelchen Items oder so, weil so nötig haben wir es ja auch nicht. Oh, da können wir ruhig durch. Ja, klar. Das holen wir auch noch. Also gelegentlich holen wir uns mal die Items, die man hier finden kann.
wir holen uns dann nur die Items, die wirklich in den Pokéball da rumliegen oder so. Die kann ich mir jetzt gerade nicht holen. Sind unsere Pokémon denn überhaupt geheilt? Das war ja mal wieder klar. Ah, oh, wie mich das wieder aufregt, ey. Das ist unnötig. Jetzt laufe ich mal ganz schnell wieder ins Pokémon Center. Ist jetzt ein bisschen blöd. Okay, dann hallo. Hier hast du deine, hier hast du die Bälle, die du haben wolltest. Gut. Dann mache ich die wieder gut. Okay. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Gut, dann bin ich mal weg. Und ja. Wir packen nochmal den komischen Itemradar aus. Genau, den brauchen wir nicht dringend, aber den können wir ja gut gebrauchen. Das ist so eine Kampftussi, also wäre es eine dumme Idee, wenn wir Terry Bark nach vorne setzen. Das wird sonst. Oder ich weiß es. Oh, die kämpft ja gar nicht. Oh, TM 94 Zertrümmerer. Warum ist es denn eine TM? Das war doch mal, war das nicht mal eine VM? Doch, keine Ahnung, warum ist es jetzt auch immer eine TM geworden? Keine Ahnung. Okay, dann nehmen wir doch Terry Bark nach vorne, weil die alte will ja nicht kämpfen. Hätte ich ja gedacht. Vor uns liegt der Ewigenwald. Wenn sie sich da hineinflüchten, macht das die Sache nicht gerade leichter. Naja, mach mal alles. Und du heilst unsere Pokémon, glaube ich. Du bist eben so eine Schwester, glaube ich. So eine Schwester Joy. Ja, das finde ich jetzt irgendwie unnötig, dass wir... Oh shit, ich hätte eigentlich hier einen Doppelkampf holen können. Aber das habe ich jetzt versäumt. Sorry deswegen, aber egal. So ein Baumball. Was ist das denn? Riesiges Ding, ey. Ist auch voll tief gelevelt. Also nichts Besonderes. So. Einmal tackle und das Ding ist weg, glaube ich. Oder? So, jetzt fresse ich erstmal Tomate. Juhu. Na, lecker. Tomaten schmecken. Meine Vitaminstärkung. Klatsch. Weg. Gut. Okay. Lil Minip. Ein Lil Minip. Was ist das nochmal? Irgend so ein Pflanzen-Pokémon, glaube ich. Deswegen kommt mal Let's Mario rein. So. Boom. Da bebt auch schon die Erde so schwer, es ist. Okay. Immer Nitro-Ladung und ich glaube, es ist weg. Okay. Gut. Wir haben Gretchen besiegt. Ah, ich muss gerade an was zurückdenken, weil damals bin ich immer mit meiner Oma, also die ist jetzt nicht mehr, also die lebt jetzt nicht mehr unter uns, aber also da bin ich immer mit meiner Oma zu so einem Apfelladen gegangen und dann hieß die Frau immer, also die hieß Gretchen. Und damit, ja, keine Ahnung. Nach dem Kampf muss ich auch den Part beenden. Maxchen, okay. Maxchen. Er setzt einen Kiesling ein. okay, dann setzen wir einfach mal Silberblick ein, damit wir von ihm mal den Verteidigungswert ein wenig senken können. Und dann, ja, machen wir das einfach. Gut, dann einmal Bodycheck und es ist, glaube ich, weg. Ah, dann ist da neben gegangen. Oh, shit. So, Bodycheck, klatsch. Und, ah, es hat es überlebt, knapp. Autsch, einmal Kopfnuss. Sieht zwar nicht wieder, aber egal, einmal Biss und dann muss es eigentlich weg sein, oder? Ja. Gut. Dann hätten wir das auch erledigt.
So, ich stelle mich nochmal vor die. Also ich stelle mich hier hin. Und damit. Ach so, das ist ein Kämpfer. Ja, dann ist es mir jetzt auch egal. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann schreibt doch einen Kommentar und vergesst die Bewertung nicht. Falls euch dieser Kanal gefällt, dann könnt ihr doch ein Abo da lassen. Im nächsten Part geht es bei dieser Schwester Joy da weiter. Und im ewigen Wald mit Henning. Okay, das war's. Bis dann. Tschüssikowski. Und haut rein.